Wieder ein schwerer Lkw-Unfall auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Einsatz für Bergungsunternehmer Günter Bohrmann. Unfallursache: Ein Brummifahrer soll während der Fahrt eine E-Mail geschrieben haben. Er krachte auf einen anderen Lastzug. Immer öfter gibt es in den letzten Jahren solche Schreckensszenarien auf Deutschlands Autobahnen. Immer mehr Tote, immer mehr Schwerverletzte, endlose Staus und ein gewaltiger Sachschaden, den die Versichertengemeinschaft trägt. Die A1 muss jetzt schnell wieder frei werden. Nur ein Profi kann solche gewaltigen Schrotthaufen zügig und fachgerecht von der Autobahn holen. Günter Bohrmann ist Experte. Seit 43 Jahren. Ja, wir trennen jetzt die Zugmaschine vom Trailer. Das heißt, wir ziehen die Zugmaschine jetzt unter raus, lösen das Ganze dort und dann wollen wir sehen, dass wir die Kabine wieder rausbekommen und dann natürlich die Teile. Wir haben Günter Bohrmann fast ein Jahr lang begleitet. Wir wollten mehr wissen über diese Serie von schweren Unfällen im Güterverkehr, die bis zu 60% zugenommen haben. Wie entstehen sie? Was kann man dagegen tun? Und was ist das für ein Beruf, in dem man täglich Berge versetzen muss? Blutige Schrottberge. Ein paar Autominuten vom Bremer Kreuz entfernt. Die Firma Bohrmann gibt es hier seit 1952. Ehefrau Inge und Sohn Andreas arbeiten auch im Geschäft. Der Senior ist hier 7 Tage die Woche in Bereitschaft, 15 Stunden lang. Ich merke das heute ja auch, nicht? Ich werde nun 66 und gehe noch jede Nacht auf die Autobahn, nicht? Aber mir macht es bis jetzt noch nichts aus und wir gehen auch gerne hin. Und wir wollen auch mit dem Junior, der soll das ja nun weitermachen. Jede Aufgabe ist anders. Also am Band bei Mercedes oder so stehen möchte ich nicht. Ja. Dann mache ich lieber das. Manchmal ist man natürlich auch genervt, wenn im Regen und kalt und im Winter draußen, dass man sagt, also, warum mache ich das alles hier? Aber ist ja mal groß und ganz, doch, doch. Machen Sie sich manchmal Gedanken, wenn er draußen ist oder wenn die beiden draußen sind? Ja, wenn ich das Telefon klingeln höre, dann bin ich ja erstmal wach. So, und dann dauert das erstmal eine Zeit, bis ich wieder einschlafe dann. Wenn das zwischendurch nicht wieder klingelt dann, ne? So, aber sobald ich unten die Haustür wieder ins Schloss fallen höre, ne, dann bin ich auch wieder im Tiefschlaf. Wenn der Einsatz wieder kommt, 1 Uhr oder 0 Uhr, alles nicht schlimm. Aber die Zeit für mich, die schlechteste Zeit, ist morgens 3 Uhr, 4 Uhr, für 2 Stunden, 3 Stunden weg. Brauche ich ja nicht mehr nach dem Bett. Ist die Zeit weg. Einsatz um 8:30. Lkw-Unfall. 500.000 Euro kostet so ein Bergungsfahrzeug. Der Abschleppkönig hat vieles davon selbst entworfen. Wie entstehen Lkw-Unfälle? Wir bekommen eine erste Ahnung. Der Fahrer wusste, dass sein Sattelzug nicht unter der Brücke durchpasst. Gefahren ist er trotzdem. Jetzt bin ich mit dem Container an einer Sechskantschraube hängen geblieben, die ich wohl sonst immer nicht gekriegt habe. Ich meine, klar ist, die Brücke ist mit 370 ausgeschildert. Ich hätte da nicht durchfahren dürfen, aber diesmal passte das eben nicht. So eine Art russisches Roulette mit einem 30-Tonner. Eine Mischung aus Risiko, Freude und Gleichgültigkeit. Günter Bohrmann hat hier öfters zu tun. Ja, also an dieser Stelle haben wir ja schon mehrere LKWs geholt, die an diesen kleinen Bolzen da hängen geblieben sind. Die gucken dann da so 5 cm vor, weiter wie die Nieten und die Quertraversen. Und da ist er dann natürlich dran aufgehangen. 30.000 Euro Kosten. Auch ein PKW wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. 6. August. Das Bremer Kreuz ist dicht wegen eines schweren Unfalls auf der A27. Ein LKW-Fahrer übersah das Stauende, zerquetschte einen Nissan Micra und schob ihn gegen einen weiteren Lastzug. Mutter und Tochter saßen in dem Kleinwagen. Die Mutter wurde leicht, die Tochter schwer verletzt. Nur schwer verletzt. Fast ein Wunder. Viele tausend Mal hat Günter Bohrmann solche Unfallstellen schon gesehen. Gewartet, bis Verletzte oder Tote geborgen waren, dann die blutigen Trümmer weggeräumt. Bloß keine Emotionen, sagt er sich. Aber das gelingt nicht immer.
verschlossen. Er zeigt uns den Platz auf seinem Betriebshof, wo die Unfallfahrzeuge abgestellt werden. Auch der Nissan Micra von der A27. Ja. Der Anblick ist doch für ihn Routine, glauben wir. Aber solche entsetzlichen Spuren eines Verhängnisses machen auch Günter Bormann manchmal nachdenklich. Die Mama hat gefahren. Die Tochter saß ja rechts. Die Tochter liegt noch im Koma. Die Mama war da gestern alles, oh, alles blau, grün, hin, her, vor, zurück. Waren ja nun im Fahrgastraum, kann man ja sagen, so, ja, war es ja so noch einigermaßen. Also hier hinten hätte ja nun keiner mehr sitzen dürfen. Dann wäre ja alles zu spät gewesen, nicht? Aber da ist ja nun auch bei so einem Schlag, das ist ja wie eine Bombe, nicht? Die hier eingeschlagen ist, der das Auto ja, ja, soll ich sagen, das ist doch schon über einen Meter kürzer, nicht? Das kommt ja schon bald hin, nicht? Tja, und dann so und dann vorne noch mal so drauf und die Karosserie so zusammenschieben. Das ist schon ein ganz schöner Schlag, nicht? Gibt es eigentlich nach 40 Jahren noch irgendwas, was einen nicht kalt lässt im Geschäft? Heute ist es so, man denkt auch schon mal drüber nach. So vor 20 Jahren oder so war das nicht so, denn da hat man nachts abgeschleppt und dann, ja, hast die Fahrzeuge eingestellt. Leute manchmal ja auch noch gesehen. Na ja, gut, wie es so war. Dann ist man nach Hause gefahren, hat sie ins Bett gelegt, hat weitergeschlafen. Aber heute ist es so, da ist, denkt man schon drüber nach, nicht? Was hast du selber, nicht? Wenn mal was passiert. Nicht? Und du bist jetzt so lange da auf der Autobahn und das sind ja nun Autobahnunfälle. Und diese dicken Dinger, die wir da haben, ist es schon ganz schön schwer. Nicht? Ja. 15. November. Großalarm für die Rettungskräfte auf der A1 bei Stur nahe Bremen. Ein LKW ist ungebremst in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei geknallt, das einen liegengebliebenen Schwertransport absicherte. Zwei tote Straßenwärter, der LKW-Fahrer schwer verletzt. Die Polizei sichert die Spuren des Crashs. Sie werden später zur Rekonstruktion des Unfallablaufs benötigt. Die zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei starben in diesen Trümmern. Holger Kubus sah den Unfall. Ich vermute, Fahrer, Sekundenschlaf, kurz eingeschlafen. Wir haben uns um die eingeklemmten Personen gekümmert, aber es war leider nichts mehr zu machen. Die waren so eingeklemmt, dass wir die nicht rausgekriegt haben. Ich habe dann noch versucht, den einen jungen Mann zu helfen und mit ihm zu sprechen. Er hat mir dann die Hand gegeben und ich habe sie noch ein bisschen berührt, aber es ist natürlich ein komisches Gefühl. Die Tränen kommen auch rein, wenn man auch, selbst wenn man die Menschen nicht kennt und sowas sieht, ist das sehr, sehr traurig. Das wird mich einige Fahrten beschäftigen, einige Fahrten und auch einige Zeit, weil man immer wieder dran denken muss. Schon Kilometer vor dem Hindernis gab es Vorwarnschilder. Der Unglücksfahrer nahm sie nicht zur Kenntnis. Zeugen behaupten, er habe am Steuer ferngesehen. Beweise dafür gibt es nicht. Erst am Morgen kann die Unfallstelle geräumt werden. Günter Bormann fährt den Bergungstrupp voraus. Manchmal bei den schweren Sachen, dann steht man auch schon hier senkrecht im Auto und denkt, Mensch, geht das jetzt alles über die Bühne? Auch in Wintermonaten oder ist kalt und wie lange ist man auf der Autobahn. Wir können nicht zur Toilette, wir können nicht zum Essen, wir können ja nichts. Wir müssen ja schon so ein bisschen Proviant dabei haben. Wenn wir dann 5, 6, 8, 10 Stunden auf der Autobahn sind, dann wird das schon, ist das schon eine heiße Sache und ein hartes Kapitel. Ne? Bormann und seine Leute müssen jetzt erst einmal planen, wie sie bei der Bergung am besten vorgehen. So ein Schlachtfeld haben sie nur selten als Arbeitsplatz. Die toten Straßenwärter kannten sie viele Jahre. Also ich bin nun 42 Jahre hier auf der Autobahn. Wir haben immer wieder diese Unfälle, dass die LKWs in diese Absperrmaßnahmen reinfahren. Aber so einen schweren Unfall haben wir nun schon über Jahre nicht mehr gehabt.
dass nun auch die Fahrer dabei umkommen. Und ja, ist sehr, sehr schwer. Ne? Wie soll das mit dem LKW-Chaos bloß weitergehen? In der Klimaagenda von 2007 versprach die Bundesregierung eine Stärkung des Schienenverkehrs. Jetzt heißt es Zunahme der LKW bis 2020 um 40%. Dann gibt es noch mehr zu tun für die Bohrmanns. Den stellen wir so hin, wir müssen bloß eben schauen, dass wir nicht mit der Kipperbrücke unter der Leitplanke sind. Eventuell müssen wir einen Millimeter noch her. Nicht? Verstehst du? Nein, und das machen wir auch vorab, bevor dieses Gerödel wegkommt. Genau, dann sind wir aus dem Schussfeld draußen. Nicht? Okay, der soll den wegziehen, wir stellen den auf und nehmen den weg. Plötzlich brennt der Trümmerberg auch noch. Feuerwehr? Nein, das macht der Bergungsexperte selbst. Hier, kneif, lass mich mal eben hin. Kneif um die dicken Kabel ab. Moment. Nur die roten Kabel. Nein, geht. Geht so. Los, Abmacher. Los, Kabel ist ab. Lass hängen. So, jetzt noch mal eben einmal rein, dann ist er weg. Gut, kann kommen, aber berührt. Ja, ist okay, hau mir nicht die Schaufel. Ist okay. Hast du Kabel wahrscheinlich? Nee, das Pluskabel kam noch an dem, hat sich wohl eine kleine Bewegung. Dieses Streufahrzeug wurde bei dem Aufprall wie ein Gummiball durch die Luft geschleudert. Zum Glück saß hier nicht auch noch jemand drin. Wir nehmen ihn jetzt hinten auf, ja, einen Hubgabel nehmen wir ihn hoch und dann fahren wir weg. Sichern wir noch eben ab. Ja, dann sollten wir damit durch sein. Die Bohrmanns räumen ab. Für sie ist der Fall erledigt. Aber wir fragen uns, wie die Angehörigen und Kollegen der Opfer, wie Ermittler und Sachverständige, wie konnte dieser entsetzliche LKW-Unfall geschehen? Gibt es kein Mittel gegen diese Gefahren? Der Unfallverursacher gehört zur Firma Kuchenmeister in Soest. Die bezeichnet ihre Fahrer als besonders qualifiziert und geschult. Doch zu dem Unfall will sie nicht Stellung nehmen. Wir fahren zu dem Kfz-Sachverständigen Frank Häger aus Oldenburg. Er soll als Gutachter das Rätsel des schweren Autobahnunfalls lösen. Aus Spuren vom Unglücksort und aus den Trümmerbergen wird er den genauen Ablauf der Havarie rekonstruieren. Schwere Ermittlungen sind sein tägliches Brot. Die in der letzten Vergangenheit, die schweren Nutzfahrzeugunfälle haben wirklich zugenommen. Gerade die Auffahrunfälle, Stauende und die Baustellenunfälle, gerade in dieser Region, haben die deutlich zugenommen. Ja. Der Gutachter hofft auf technische Lösungen. Einem unaufmerksamen Fahrer soll der Computer helfen. Das, was jetzt 2014 hier ansteht, ist der Notbremsassistent. Das heißt, am Ende wird einfach nur die Bremsverzögerung erhöht. Und damit wird eben die Aufprallgeschwindigkeit dann auf das Fahrzeug, auf das Stauende reduziert, was natürlich den völlig ungebremsten Anstoß, Sekundenschlafunfall, nicht minimieren kann. Aber es gibt andere Systeme, den Spurassistent oder das Abstandskontrollgerät, was solche Unfälle dann durchaus minimieren kann. Günther Bohrmann ist der Abschleppkönig für die großen Schrotthaufen. Aber es sind natürlich nicht nur die Lkw-Fahrer, die leichtsinnig Unfälle verursachen. An einem Sonntagnachmittag brettern zwei junge Leute mit einem nagelneuen Mercedes CL 500 über die Landstraße. In den Trecker von Landwirt Hermann Tran. Günther Bohrmann nimmt den alten Fendt gerade auf den Haken. Wie durch ein Wunder ist niemand verletzt. Ja, der kam doch an mit einmal, mit hoher Geschwindigkeit. Und was soll ich? Nicht mehr ausweichen, gar nichts mehr. Nee, wo soll ich denn hin? Der kam mit so einem Tempo an, dass es... Aber können Sie sich vorstellen, dass Sie im Grunde da jetzt so rausgekommen sind, dass Sie da heftig aus, ne? Und Glück gehabt. Ja, die haben alle Glück gehabt. Das ist... Ja, haben wir gerade Montag angemeldet für meinen Bruder. Er hat ihn finanziert und jetzt, ja,
Was soll ich dazu sagen? Es ist nicht so einfach, dieses Wrack an der richtigen Stelle anzupacken. Naja, gut, man muss schon gucken, dadurch, dass die Vorderachse abgerissen ist, wo wir da rangehen. Ne? Aber das kriegen wir schon hin. Sohn Andreas arbeitet auch schon 20 Jahre im schwierigen Bergungsgeschäft. Er ist ganz froh, dass der Senior noch mitmischt, denn komplizierte Fälle löst man zu zweit leichter. Der hier fällt unter die Rubrik kurios, aber kein Problem. Ungewöhnlich, ja. Ungewöhnlicher Einsatz, ja. Naja, nun auch bei dem Schrott hier, ne? Also wir mussten ja den großen Kran mitbringen, sonst hätten wir ihn gar nicht gehoben. Der wiegt ja auch mehr wie 3 Tonnen, der Schlepper, die haben wieder angegeben 3 Tonnen. Das habe ich mir schon beinahe gedacht. Und, das ist auch eine Herausforderung dann auch mal? Ja, aber das für uns so, ja, man hat es öfters gemacht, ne? Kommt ja hier auf dem Dorf immer mal vor. In der Stadt kommt es ja nicht vor, ne? Ja. Was die Bohrmanns von der Straße holen, landet erst einmal auf dem Abstellplatz des Betriebs. Ein Wrack wie der alte Trecker von Landwirt Hermann Tran ist ein Fall für die Schrottpresse. Trotzdem kann Günther Bohrmann mit solch einem Teil Pech haben. Oft genug kümmern sich die Besitzer nicht mehr um ihre Blechhaufen, wenn die erst einmal abgeschleppt sind. Sie wollen die manchmal 5-stelligen Bergungskosten nicht begleichen, erzählt Bohrmann. Dann rennt er oft viele Monate lang seinem Geld hinterher. Günter Bohrmann erholt sich von dem Stress mit den Autos auf der Straße mit Autos auf der Straße. 2 Tage war er gerade mit seinem Ferrari F430 auf der Rennstrecke im italienischen Mugello bei Florenz. Also er ist ja an die 300 geht er ja, nicht? Also, ja, im Mugello ist schnelle Strecke, da ist er zu langsam, da ist die lange Gerade, ist ja einen guten Kilometer. Kommt die kleine Anhöhe, du siehst nichts mehr. Da geht er da bis zum Begrenzer, geht da hin, hat er so seine 305, hat er da. Nur 305 Stundenkilometer. Für Platz 1 hat es diesmal trotzdem gereicht. Ich bin ja nun von Kind auf mit Autos dabei, nicht? Wie ich zur Schule gegangen bin. Nicht? Unsere Schule ist hier 800 Meter weiter. Nicht? Und wir wohnten hier ja in einem kleinen Holzhaus, Holzwerkstatt. So, und mein Papa, der war so streng, der hat an der Straße gestanden. Der Junge muss kommen, arbeiten. Manchmal, wenn ich morgens zur Schule gegangen bin, dann hat der Lehrer, na, Günther, hast wieder gearbeitet, hat die Hände dann zeigen müssen. Wir sind sicher, was Autos angeht, sind die Bohrmanns Perfektionisten. Den alten Borgward-Abschlepper hat Günthers Vater 1952 gekauft. Wie alle Oldtimer in seinem Besitz ist er wie fabrikneu restauriert, immer noch fahrbereit und amtlich zugelassen. Ja, also, der steht nun dreiviertel Jahr nicht gelaufen. Ne? Auf dem Betriebshof fällt die Ehrenrunde mit dem 60 Jahre alten Borgward etwas kurz aus. Denn der nächste Einsatz kommt. Als Günter Bohrmann die Einzelheiten des Unfalls hört, weiß er schon, der Tag ist gelaufen. Von einem Richtung Litauen fahrenden LKW ist der Tieflader samt einem 20 Tonnen schweren Bagger. Der Bagger ist zum Glück nach rechts in den Graben gefallen. Wo hat er die? Hier wurde er mit. Aha. Dieser Stahlkoloss muss vom Bergungstrupp so sorgfältig hochgezogen werden, dass nicht noch mehr kaputt geht. Das ist schwierig. Die Deichsel des Tiefladers war schon vor dem Unfall beschädigt. Ja, die war schon zur Hälfte abgebrochen. Eingebrochen. Hätte man sehen können? Schwierig. Sehr schwierig. Aber ja. Ist das auch schon ein Problem, dass solche Schrottfahrzeuge in Deutschland im Grunde überführt werden? Und ist was passiert? Tja, normalerweise ist das tödlich, nicht? Tödlich, nicht? So ein Geschoss mit dem Gewicht zu fahren, ne? Kann man hier sehen, ne? Hier war er ja schon weg, ne? Fahrzeuge wie der abgestürzte Bagger und seine Zugmaschine, die ins Ausland exportiert werden, brauchen keinen TÜV, erklärt uns Günter Bohrmann. Deshalb dürfen diese rollenden Bomben über unsere Straßen fahren, obwohl sie hier vielleicht nie eine Zulassung bekämen.
Diese schwierige Bergung muss, so will es die Polizei, ohne Vollsperrung der Fahrbahn vonstatten gehen. Denn es ist dichter Ferienverkehr. Aber für Günter Bohrmann kein Problem. Solche Schwierigkeiten löst man eben gemeinsam. Wir beide, nicht weit hier, das war ein paar Meter, weiß ich noch, wie heute. Glatteis. Dreiachse-Anhänger. Wir beide alleine, aufgestellt. Bei Glatteis, ja, weißt du das noch? Hier, ja. 30 Jahre her, ja. Nicht? Was? Ja, das vergisst man alles nicht, nicht? Das vergisst man nicht. So, und wir machen hier die Arbeit, ihr macht eure, der junge Mann macht die Arbeit. Der auch. Was ihr braucht, kriegt ihr. Ist ja kein Hack. Gleich nebenan läuft ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei durch den fließenden Verkehr, um die verengte Fahrspur zu markieren. Das ist der gefährlichste Job auf der Autobahn, sagt man uns. Wir treffen Horst Beermann, den Chef der Autobahnmeisterei Wildeshausen. Er hat bei dem Lkw-Unfall vom 15. November zwei Mitarbeiter verloren. Was macht seine Arbeit so riskant? In der Nacht fehlen also ein überwiegender Teil der Pkw, sodass sie nur noch Lkw auf der Strecke haben. Und wenn sie dann irgendwie eine Panne absichern mit unseren Leuten, dann laufen sie schon mal Gefahr, dass dort, sagen wir mal, nachts die Gefahr doch größer ist. Mhm. Also unsere Leute, die haben auch alle schon mal einen Beinahunfall erlebt, will ich mal so sagen. Mhm. Oder konnten sich gerade noch mit dem Sprung über die Schutzplanke retten. Also solche Dinge hört man immer wieder und das kann auch jeder da einen Beitrag leisten und das erzählen. Abends immer um 16 Uhr ist dann hier teilweise Feierabend oder um 15.30 Uhr bin ich immer froh, dass dann alle Leute heile wieder auf dem Hof sind und dann nach Hause fahren können. In solch ein Absicherungsfahrzeug auf der rechten Fahrspur raste der Lkw bei dem Unfall vom November. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit 10 Monaten gegen den Todesfahrer. Über das Unglück kann noch keiner der Kollegen sprechen. Aber Horst Beermann nimmt uns mit zu Arbeiten auf der Überholspur der A1. Wir erleben, wie es ist, wenn man mitten in der Verkehrsbrandung steht. Hier wird gerade am Mittelstreifen Unkraut entfernt. Rechts und links rasen die Autos vorbei. Hier ist man natürlich immer, auch in Verbindung mit den Verkehrsteilnehmern, auf das Verhalten der anderen angewiesen. Und das ist eben das Problem. Es macht es so unkalkulierbar. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen im Haus, wenn mal wieder irgendwas passiert ist? Naja, das ist natürlich, lässt sich denken, nicht schön. Diverse Unfälle kann ich in meiner Laufbahn natürlich hier auch schon verzeichnen. Und immer wieder muss man dann auch motivieren, beziehungsweise irgendwelche Hilfsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Die psychologische Betreuung etc., die sind auch schon erforderlich geworden. Ne? Wir fahren noch einmal nach Oldenburg, um den Kfz-Sachverständigen Frank Häger zu treffen. Er hat inzwischen anhand der Spuren und Daten den Hergang des schrecklichen Lkw-Unfalls vom November mühsam rekonstruiert. Was sich innerhalb von Zehntelsekunden ereignet hat, kann jetzt für die Ermittlungen nachvollzogen werden. Wir haben hier eine Filiasaufnahme oder eine Unfallskizze der Polizei, in der die Gegebenheiten nach dem Unfall zu erkennen sind. Die nachkollisionären Positionen der Fahrzeuge, das Spurenbild, die Reifenspuren, die Schlagmale in der Fahrbahn. Und man kann am Ende dieser Rechnung dann eben doch sagen, in etwa so müssen die Fahrzeuge gestanden haben. Das heißt, die sämtlichen drei Fahrzeuge hintereinander mit einem relativ geringen Abstand zueinander. Der Sicherungsanhänger war eindeutig nicht angekoppelt an den Pritschenwagen. Die Fahrzeuge stehen in einem Abstand von etwa 2 bis 3 Meter auf dem Hauptfahrstreifen. Wir wollen einmal testen, wie unaufmerksam sind Lkw-Fahrer wirklich. Wir haben am Nachmittag einen Termin bei der Autobahnpolizei und werden auf der Fahrt dorthin aus einem Wohnmobil einen Blick in die Führerhäuser von Lastzügen werfen. Auf der Autobahn 1 ist nicht viel los an diesem Nachmittag, aber wir werden trotzdem schnell fündig. Viele telefonieren angeregt. Und einige schreiben SMS, ohne auf die Fahrbahn zu schauen.
Auf dem Parkplatz der Autobahnpolizei treffen wir Hauptkommissar Detlef Kaldinski. Er kämpft seit Jahren gegen die tödliche Schludrigkeit am Lkw-Steuer. Vielleicht kann er uns sagen, wie die Horrorunfälle entstehen. Wir zeigen ihm Fotos von Fernfahrern, die ihre Flachbildfernseher vor der Windschutzscheibe aufgestellt haben. Diesen Lkw-Fahrern scheint es unterwegs zu langweilig zu sein. Wir haben beispielsweise da festgestellt, dass eine SMS geschrieben wurde. Das Handy mit der angefangenen SMS lag neben dem Führerhaus, wie bei einem Polen, nur einige Kilometer hier die Autobahn hoch Richtung Hamburg. Wir hatten auch schon mal einen Transporterfahrer. Da war zwischen der Leiche und dem Lenkrad die aufgeklappte Bildzeitung. Er hatte offensichtlich während der Fahrt gelesen. Wir haben schon eine Situation gehabt, wo dann das Handy des Unfallfahrzeuges, was draußen lag, wieder klingelte und die Spedition dran war und fragte, was ist denn gewesen, was ist passiert? Und der Fahrer war tot. Das sind Situationen, die wünscht man sich nicht. Die zeigen aber auch, dass offensichtlich es fahrfremde Tätigkeiten gibt. Und dass aus diesen Situationen heraus, aus diesen fahrfremden Tätigkeiten, dann so schwere Unfälle entstanden sind. Abschleppkönig Günter Bohrmann hat sich auf seinem Betriebshof am Bremer Kreuz ein paar ruhige Minuten. 25 Jahre muss so ein Bergungsfahrzeug halten. Bohrmann duldet an seinen Autos nicht den kleinsten Lackschaden und keinen Schmutzfleck. Sie sollen immer aussehen wie neu. Das ist ein bisschen verrückt, sagt er, aber das ist mein Stolz. Wie viele Jahre hat er jetzt gelaufen? Jetzt im Dezember 12 Jahre. Er ist in 2000 zugelassen. Die Nacht verbringt Günter Bohrmann aber nicht bei seinen Autos. Und ich komme dann so abends 21 Uhr, komme ich nach Hause, so, das ist so meine Zeit. Und ich setze mich da in Ruhe hin. Esse eine Scheibe Brot, guck kurz nach die Zeitung, die Überschriften, viel mehr geht ja nicht. So, und dann ist man da. Und wenn ich mich dann hinsetze, ganz in Ruhe, für mich, und es spricht keiner mehr, dann gehe ich noch mal kurz die Sachen durch, ganz kurz. Wenn mich keiner anruft im Moment, geht es. Aber so normal, wenn ich so für mich alleine dann bin, dann ruhe ich mich aus. In dieser Nacht findet er nicht viel Ruhe. 21. September, morgens gegen 5 Uhr ein schwerer Unfall auf der A1 bei Stur. Wieder ein LKW. Der Lastzug hat auf der Standspur einen Autotransporter gerammt. Zwei Schwerverletzte, Vollsperrung in beide Richtungen. Der Unglücksfahrer war einige Sekunden abgelenkt. Günter Bohrmann trifft im Morgengrauen ein. Die Ladung muss geborgen, die Trümmerberge müssen abgeräumt werden. Schnell soll die Strecke frei sein, damit der Lkw-Wahnsinn wieder freie Bahn hat.